Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist ja M3D und ich habe euch einen Stuhl mitgebracht. Setzt euch hin und lasst uns Spaß haben. Oh, die Schnur fast vergessen. Zack. Aufgenommen. Schnur. Platsch. Oh, das geht sogar. Cool. Okay. Hier kann man nichts machen, ne? Die konnte man nur so eklig angucken. Alles klar. Wir haben wieder ein kleines bisschen Lampenöl. Das ist natürlich groß vom Vorteil. Dann wollen wir doch mal jetzt in diese Tür wieder reingehen. Beziehungsweise in diesen Gang. So wie es aussieht, können wir einfach durchrennen, habe ich das Gefühl. Naja, ganz ehrlich, das klingt frisch. Das klingt für mich schon sehr nach einem Monster eigentlich. Alter! Ich hasse dich, Spiel. Ich mein's ernst, gerade bist du echt übel zu mir. Oh Gott, in zwei gesägt. Nee. Ernsthaft. Ich kann nichts aufheben. Alles wackelt nur so eklig. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Damit jetzt das Ding in die Hand nehmen, oder was? Alter. Warum ist das hier alles so langsam? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist das? Stück einer Kugel. Na komm, ich will das hier aufheben. Aufgenommen Zunderbüchse, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das ein Tor oder was? Boah, das wäre es gewesen. Ja, Freunde, es ist jetzt hier gerade alles so verwaschen, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das Gitter bedeckt ein Abflussrohr. Das Blut muss in einen Behälter. Man kommt nicht an das Blut heran. Finde eine Möglichkeit, den Behälter herabzusenken, um das Blut darin aufzubewahren. Gut, das ist leicht. Wir haben eine Schnur gefunden. Hoppala. Ja, funktioniert, okay. Alter Verwalter, ne? Wenn man mal überlegt, was für ein Blut wir jetzt hier gerade haben, dann ist das schon pervers. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern, kann ich verstehen. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Zum Glück kommt hier kein Monster. Also die Geschichten, klar, die sind hart, aber mir sind so Geschichten gerade mal lieber, als wenn ihr jetzt irgend so ein Monster rumtun würde. Das würde mir mehr ausmachen, ehrlich gesagt. So, aber ich habe eine Frage. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Stück haben wir. Ich glaube, wir brauchen noch ein Stück für eine Kugel und dann haben wir alles zusammen. Soweit ich weiß. Das jetzt stimmt, sei mal jetzt so dahingestellt, aber das ist jetzt einfach meine eigene Logik. Ah, die nächste Folter. Machen wir ein Licht an. Was haben die hier mit dem gemacht? Okay, hier wurden vielleicht Beine oder irgendwas festgekettet. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter, er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Okay, verstehe ich nicht. Was haben die hier mit dem gemacht, ey? Liegt hier noch ein Kugelteil rum? Nee, hä? Das Blöde ist ja jetzt, uns fehlt ja jetzt dann auch eine... Oh. Ja. Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir haben alles, Freunde. Schade, dass man jetzt kein Bild gesehen hat, was da jetzt mit dem passiert. Also, naja. Aber das muss schon übelst gewesen sein. Ich meine, er wurde gefehlt. Das heißt, er wurde aufgespießt im Endeffekt.
Hilfe? Lass mich in Ruhe. Alter, Alter, Alter. Wir laufen jetzt einfach mal wieder hier durch und fertig aus. Hauptschiff. Boah, meine Hände, die sind pitchnass. Also, tut mir leid, Maus, tut mir leid, das war du, aber euch geht's heute richtig dreckig. Ich bin atmosphärisch gerade gut mitgenommen, keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Egal, wir reden mal mit Agrippa. Was? Was? Am Arsch, am Arsch. Bei sowas werde ich nervös. I know I have no right to ask anything of you, but if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyas Tarka before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save him. Please, my fate is in your hands. Ja, okay, ich würde dir ja gerne helfen, das ist ja nicht so ein Problem. Warte, man muss die Teile schon so zusammenfügen oder erst später? Wahrscheinlich erst später. Was brauche ich denn noch? Moment. Mementos. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzen hergestellt wird. Aber wo stelle ich das her? Kann nicht direkt zum Blut hinzugefügt werden. Substanz muss erst gereinigt werden. Okay. Giftdrüse. Ja, aber wo mache ich das jetzt? Das ist jetzt die Frage, die sich mir noch gerade ein bisschen auftut. Wartet mal, da hinten war doch auch noch so ein riesengroßes Tor. Kann man da jetzt auch rein oder geht das jetzt gar nicht? Ich habe keine Ahnung. Mich nervt es ein bisschen, dass wir so wenig Öl haben. Ich kann auch mal hier oben gucken, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas zu holen. So, hier ist schon mal Licht. Licht ist gut. Yeah! Was auch immer das gerade war. Hallo! Ne, hier ist nichts drin, okay. Boah, Freunde, es tut mir leid, dass es hier gerade so dunkel ist, aber ihr seht ja selbst, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, geht doch mal wieder zu, ey. Das Problem, was wir ja haben, ist, ich sehe ja genauso wenig. Das ist ja irgendwie für beide ein Nachteil. Aber nun gut. So, nächste Tür suchen, komm. Da war ich wohl ein bisschen spendabel mit meiner Lampe, ne? Was das ist, keine Ahnung. Naja, gut. Das hat jetzt nicht viel gebracht, muss ich echt zugeben. Dann wollen wir jetzt einfach mal hier gucken. Alter! Alter! Was geht? Ah gut, hier könnten wir jetzt die Kugel zusammenbauen, theoretisch gesehen, aber wir könnten auch erstmal Agrippa retten. Agrippa. Ich frage mich jetzt nur, was wir davon haben, wenn wir Agrippa retten, ne? Das ist jetzt gut, oder ist das schlecht? Aua! Alter! Schlaf. Ja, hallo? Alter, was war das denn gerade? Hasel verbrachte den ganzen Sommer im Bett. Er las sie immer vor, nachdem er seinen Vater bei der Arbeit geholfen hatte. In seinen Gedanken war sie wie Scheherazade, wie die heißt. Und solange er ihr die Geschichte erzählte, würde sie nicht sterben. Weg, du Penner. You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend.
Klang jetzt irgendwie ein bisschen ironisch, finde ich. Tür ist verschlossen. Aber wir haben unsere Sachen behalten, ist gut. Die Zellentür ist abgeschlossen. Finde einen anderen Ausweg. Natürlich, Prison Break. Ich hol dich da raus. Ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Das ist immer gut. So, mein Pisseimer. Ha. Damit werfe ich jetzt jedes Monster ab, das mir in die Quere kommt. Kann ich das Bett wegschieben? Boah, das geht sogar. Cool. Aber auch davon profitiere ich gerade gar nicht. Okay. Ach, guck mal einer an. Hier lässt sich ja was rausbrechen anscheinend. Ja. Steuerung ist... Boah, Alter. Aufgenommen. Eisenstange. Kann ich das jemand auf die Zähne hauen? Cool. Warte mal, wir schieben mal das Bett da ran. Sehr schön. Noch den Eimer dahin. Zack. Und Abi geht's. Witzig. Ich kann verarschen, oder was? Hilfe! Hilfe, Hilfe. Aha. Wir könnten also stetig wieder da rein, aber ich frage mich halt, wofür, ne? Wenn das Monster kommt, hi, ich bin hier eingesperrt. Oder was soll das jetzt hier sein? Was ist das? Man kann das hier auf jeden Fall wegräumen. So. Ach so, das ist kaputtes Holz. Das sah aus wie so ein Monster-Gammel-Ding. Na gut. Ich hab ein bisschen Schiss. Zugegeben. Hier lässt sich dran drehen. Aber ich wüsste jetzt noch nicht wofür. Okay, egal. Anscheinend müssen wir erstmal die Zellentüren hier durchsuchen. Oho. Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab, aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Sehr poetisch. So, hier gibt's wohl nichts. Ich versuche ein bisschen Lampe jetzt anzuhaben. Oho. Aber ich kann euch leider nichts versprechen, aber wir haben ja wieder zwei Öl gefunden. So. Hier geht auch noch einiges ab. Uah. Mann, ey. Hängt ein Pimmelnet direkt ins Bild. Oh, ach, den kannst du anfassen. Warum soll ich den anfassen, Alter? Guck mal, hier geht... Achtet mal jetzt drauf, Freunde. Hier geht gar nichts. Ja? Egal, wo ich greife. Aber ab hier kann ich ja wieder rumtouchen, weißt du? You touch my tralala. Okay. Aha. Na komm, heb doch auf das Scheißding. Jawohl. Sehr schön. Ach, da ist noch eins. Das ist nichts. Hier ist auch nichts, das waren mal Gitter. Das Bett werde ich wohl auch nicht verschieben können, oder? Nee, dazu ist es zu schwer. Weil sein Penis da drauf hängt. Okay, 10 Zunderbüchsen haben wir, das ist gut. Wir gucken weiter. So. Aha, den soll man aufheben. Hölzerne Eimer, alles klar. Oh Gott, ich ahne Übles. Oh, was liegt hier? Oh, ein Laudanum. Was zum Heilen. Das ist natürlich sehr schön. Ich weiß gar nicht, werden eigentlich schwer verletzt dadurch. Leichte Kopfschmerzen, einige Schnittwunden und blaue Flecken. Okay, so waren wir eigentlich schon die ganze Zeit drauf.
Ah, und hier könnten wir uns vor dem Monster verstecken. Okay, also halb so wild, wenn es kommen würde. Komm doch, du Penner! Mäh. Naja, egal. Okay, wir könnten hier... Ach, jetzt... Ach, ja. Wartet, jetzt habe ich es gecheckt. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich einen Eimer dranhängen, den wir ja gefunden haben. Moment. Ja, jetzt weiß ich halt nur nicht, wofür, ne? Jetzt lassen wir das Ding mal wieder runter. Volle Hoffnung. Und wieder hoch. Zack, 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 zack. Wassereimer aufgehoben. Vielleicht müssen wir dem Vieh eine Falle stellen, ne? Dass auch Small fällt, ausrutscht und sich das Genick bricht. Aber das, meine Freunde, finden wir in der nächsten Folge heraus. Tschüss.